Hallo liebe Bastler, heute dreht sich alles um Skizze Nummer 7 von der Sabine Heimann. Und was uns die Sabine Schönes gezaubert hat, das zeige ich Ihnen jetzt. Gut, meine Lieben. Das ist also die Skizze, die die Sabine von mir bekommen hat. Und die Sabine Heimann hat das auch wunderschön umgesetzt, hat dahinter irgendeinen, wie soll ich sagen, wichtig war, dass da dahinter im Hintergrund irgendwas los ist. Also, dass das nicht nur ein schlichter, einfarbiger Farbkarton ist, sondern dass da noch irgendwas drauf ist oder Designerpapier oder gestempelt oder was auch immer. Und dass wir dann zwei Aufleger haben. Dann war da irgendeine Dekoration wichtig und da ein Text. Das war so das, was meine Anforderung von der Skizze her da war. Und die Sabine hat das ganz, ganz, ganz wunderbar umgesetzt. Und zwar schaut die Karte so aus. Ich finde, man kann den Sketch oder die Skizze wirklich ganz traumhaft gut erkennen. Sie hat im Hintergrund das Designerpapier, die zwei Aufleger. Sie hat da sogar genau drei Kugeln hingesetzt. Also nur besser geht es nicht, da ein Text. Perfekt, oder? Also von der Umsetzung, von der Skizze schon mal ganz, ganz wunderbar. Ja, dann hat sie das Ganze ganz elegant gestaltet mit unseren schönen neuen Kupferfarben. So schön, oder? Das Kupferstempelset ist echt ein Hit. Und dann in Kombination mit dem Marineblau, ja, einmalig schön. Gut, ja, um die Karte kümmern wir uns jetzt ein ganz klein bisschen später. Ich möchte natürlich auch zur Sabine Heimann noch Verschiedenes erzählen. Die Sabine ist zu mir gekommen im Juli, also so ein gutes Jahr, hat die Sabine das genützt und ist als Hobby-Demo eingestiegen und macht das Basteln wirklich nur für sich in ihrem ganz eigenen kleinen Kreis und hat aber einen Riesenspaß damit. Und das ist total nett, weil sie schafft es gut mit ihren Umsätzen und bleibt somit immer aktiv, kann alle Aktionen schön nützen für sich, möchte aber kein Team, sie möchte auch keine Kunden aufbauen. Für sie ist das wirklich ihr Hobby, das, was sie gern macht. Und sie sagt immer, für sie ist das Stempeln und Basteln mit Papier Entspannung pur. Die Sabine kommt aus Deutschland, genauer gesagt aus dem Bundesland Hessen. Und da in der Nähe von Fulda ist sie daheim. Sie hat eine kleine Familie, ist ziemlich in meinem Alter, also sie ist ein paar Jahre älter als ich, sie ist 46 und ansonsten hat sie mir gar nicht so viel dazu notiert, was ich so erzählen kann über sie. Ich weiß nur, den Kontakt, den ich mit der Sabine Heimann habe, das ist ein ganz feiner Kontakt. Sie ist von dem, was so von ihr rüberkommt, sie ist ganz eine feine Person, so ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie man das umschreiben soll, aber sie ist so, ja, einfach was Feines. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich damit meine. Aber manche sind lustig, manche sind laut, manche sind ganz still. Und sie ist einfach so Feine. Ich hoffe, es kommt drüber, was ich damit sagen will. Ja, schön. Das ist also jetzt die Sabine Heimann. Und ich würde sagen, bevor ich mich da jetzt in den Strudel reinquatsche, legen wir lieber mit der Karte los. Die Sabine hat uns eben mit Kupfer und Marineblau gebastelt und hat sich entschieden für das Stempelset Festtagsglanz. Und das ist auch einer meiner absoluten Favoriten aus dem Herbst-Winter-Katalog. Erstens einmal, weil ich finde, dass die Stempel so schön detailreich sind. Ich liebe, liebe, liebe diesen Stempelabdruck. Den hat sie auch ganz, ganz wunderschön eingesetzt. Und natürlich die Kugeln sowieso. Also, ja. Aber ich finde auch den Ilex so lässig. Also bei dem Set kann ich mich nicht entscheiden. Ich finde das einfach so, so, so gelungen. Und natürlich das i-Tüpferl für mich persönlich. Zwei Handstanzen. Und das kommt so miteinander. Also zwei Handstanzen und die Stempelset im Produktpaket um 10% günstiger. Da geht mir das Herz auf. Also mein Herz braucht nicht mehr als ein Stempelset und dann nur zwei Handstanzen. Also das ist einfach, besser geht's nicht. Also für mich, ja. Und so gesehen werden wir jetzt auch mit dem Stempelset heute basteln.
Und sie hat sich auch für das Designerpapier eben entschieden, im schönsten Glanz heißt es. Mittlerweile weiß ich es jetzt, nachdem ich vorhin, glaube ich, dreimal gesagt habe, es heißt im Glanz. Nein, es heißt im schönsten Glanz. Und es passt ja irgendwie total gut. Und sie hat verwendet das Kugel und auch den Zweig aus dem ausgestanzten Kupferpapier, was man jetzt dazu bestellen kann. Das ist eben auch bei meiner Probierpakete, kriegt man da auch so eine Lage dazu. Übrigens, wer das noch nicht gecheckt hat mit meinen Probierpaketen, ich verlinke das einmal da oben, das Video. Ich habe nämlich von fast alle Designerpapiere aus dem Herbst-Winterkatalog mit passenden Accessoires wieder Probierpakete geschnürt, so dass man einfach viel verschiedene Möglichkeiten hat, sich was zu bestellen, aber in kleineren Mengen. Also gerade so zum Testen oder eben auch, wenn Sie sagen, ich bastel gern, aber ich brauche jetzt nicht vor allem eine komplette Packung, dann sind vielleicht die Probierpakete eine Idee für Sie. Schauen Sie einfach mal da oben rein. Gut, also unter anderem hat sie eben auch die verwendet und bei denen möchte ich jetzt vorab gern dazu sagen, die haben, also zumindest meine Packung, die ich bekommen habe, haben fast alle auf die Blätter einen ganz einen leichten, wie soll man sagen, wie einen leichten Nebel oder Staubfilter, so ganz, ganz fein, so eine feine Beschichtung ist da drauf. Die können es einfach mit einem weichen Mikrofasertuch abnehmen. Dann ist es ganz schön kupfrig. Ich vermute, dass das aus der Produktion ist. Wie gesagt, ist kein Fehler, macht auch nichts. Das kann man wirklich mit einem feinen Tuch abnehmen. Und es sind alle Blätter dazwischen geschützt mit einem Seidenpapier. Und das wiederum bringt mir jetzt auf eines der letzten Videos von meinem Teammädel Claudia Dittelbach. Die hat uns nämlich eine ganz schöne Teelicht bestempelte Variante gezeigt. Das verlinke ich Ihnen gegen Ende des Videos nochmal. Und da habe ich zufällig gelesen, dass jemand im Kommentar gefragt hat, wo man denn so ein Seidenpapier herkriegt. Verwenden Sie doch die Dinge, die Sie mitgeliefert kriegen. Da ist das Seidenpapier dazwischen, das müsste eigentlich tippitoppi funktionieren. Und auch bei der Klarsichtfolie von Stampin' Up! Ist immer so ein Seidenpapier dazwischen. Da bringt man so viele solche Kreise raus, ich glaube, so viele Teelichter können es gar nicht verschenken. Und damit hat man so quasi vermeintlich das Verpackungspapier nur ideal eingesetzt. Nur als kleiner Tipp am Rande. Schön, aber jetzt legen wir los mit der wundervollen Karte von der Sabine Heimann. Die Sabine hat mir übrigens das Ganze auch nur mit einem Kuvert dazu geschickt, wie sie das eben verschicken würde. Und das ist doch der Knaller, oder? Jetzt hat sie die Bordüre da schön rundherum gestempelt und dann hinten drauf noch einmal in der Mitte. Ist das nicht wunderschön? Ich glaube, wenn man das so verschickt miteinander, ist doch der Hammer, oder? Also, ich finde, oh, total lässig. Das Kuvert stempel ich jetzt natürlich nicht. Aber ich wollte es Ihnen als Idee unbedingt zeigen. So, ich habe da natürlich vorbereitet. Alle Maße finden Sie wie immer auf unserem Teamblog und dazu wie immer der Link unten in der Infobox. So, als allererstes werde ich jetzt einmal gleich das Designerpapier da hinten aufkleben und dazu verwende ich jetzt heute wieder mal ein Snail. Oder einmal schön die Runde rundum. Ich verwende beim Designerpapier eigentlich fast immer Snail, weil er einfach so schön, ja, so eine dünne Schicht Kleber auftragt. Und das ist natürlich ideal, weil das Designerpapier ja dünner ist. Und beim Dombo, wenn man da nicht ganz einen idealen Zeitpunkt erwischt und das gut festdrückt, dann hat man wie eine leichte Hügel. Und das ist natürlich gerade da, wo man viel Designerpapier sieht, ist das natürlich nicht gerade unbedingt schön. Der Nachteil beim Snail ist natürlich, dass man gleich von vornherein schauen muss, dass man es möglichst genau trifft, weil, so wie bei mir jetzt ist es schon angedockt und dann muss man natürlich das ganz vorsichtig lösen. So ist der Vorführeffekt, gell? Mal ganz vorsichtig, dass wir das Designerpapier nicht kaputt machen. Ach, Menno. Aber eben, das ist, ja, das ist die andere Sache. Solange es noch nicht festgestreift ist, kriegt man es eigentlich normalerweise noch gut runter. So, okay. Jetzt müssen wir dann natürlich noch mal schnell ein bisschen schnell nachtragen, nicht, dass mir das dann da nicht mehr hält. Normalerweise mache ich das auch nicht unbedingt in der Luft, sondern ich lege mir eigentlich für gewöhnlich meine Karte immer nieder. Nimm dann
die Seiten, mit denen ich beginnen will, forme an einer Ecke hin, fahre dann rechts zur zweiten, weil da habe ich ja nur Spiel, wenn ich das nicht niedergelegt habe. Und erst wenn die zwei passen, dann streife ich mir das an und dann streife ich es nach oben. Und dann passiert das eigentlich normalerweise nicht. Aber wenn man natürlich in der Luft umherumwerkelt, dann kann das natürlich schon passieren. So, jetzt habe ich Ihnen also einmal gezeigt, wie es nicht geht und dann einmal, wie es geht. Jetzt sind wir wieder ausgeglichen. Schön, sodala. Jetzt ist also da unser Designerpapier drauf. Und dann haben wir ja die zwei Aufleger, die da so schön übereinander sind, und ein Stück Restpapier für die Kugel. Und jetzt müssen wir natürlich einmal als allererstes die Kupferstempelei machen. Und zwar deshalb, weil das Kupfer ein bisschen dauert, bis getrocknet ist. Ich habe mir da meine Kugel schon aufgezogen und werde die jetzt schön mit dem Kupfer befüllen. Schauen, dass wir da überall drauf haben. Und dann stempel ich das ab und lasse aber den Stempelaufdruck nur einen Moment am Papier liegen. Also ich mache es halt so, weil ich finde, es ist wie bei der Flüsterweißtinte, das ist ja auch eine Pigmenttinte, es braucht einfach ein kleines bisschen, bis das Papier diese Pigmente aufnimmt. Und dann ziehe ich einfach ganz normal nach oben ab und habe einen ganz traumhaft schönen Stempelabdruck. Ich liebe diesen Stempel, der ist so schön, so detailreich, unglaublich. So, dann machen wir gleich einen zweiten. Schauen, dass er schön befüllt ist und auch da einfach daneben abstempeln, ein bisschen liegen lassen drauf. Schauen, dass das passt und nach oben abnehmen. Und auch da, Traum, oder? Jetzt lassen wir das natürlich ein bisschen nebenbei liegen und schauen, also bei mir wandert das, zeigen wir mal um, und schauen, dass das da eben richtig trocken ist, bevor wir es dann weiter verarbeiten. Und damit können wir uns eigentlich schon dem oberen Teil widmen. Da nehme ich jetzt einen Fingerschwamm mal, tauche ein bisschen in die Farbe rein und ink mir da so eine Runde um den Rand rüber. Und damit hat man da schon einen netten Effekt. Es hebt sich dann das ein bisschen ab vom Flüsterweiß, was der Unterauflieger ist sozusagen. Ich finde das ja auch immer ganz interessant. Das ist zum Beispiel auch so etwas, das mache ich interessanterweise fast nie. Ich lege eigentlich fast nie Flüsterweiß auf Flüsterweiß, obwohl es mir super gut gefällt, aber irgendwie fällt mir das meistens nicht ein, dass man das auch machen könnte. Und das ist irgendwie eigentlich genau das Schöne bei der DIN Challenge, so wie ich gerade gestern auch bei der Dina Knapp gesagt habe. Ich lerne da selber viel dazu. Also immer wieder, dass ich mir denke, ja genau, schau wie geschickt, das könnt ihr doch auch machen. Ich finde das einfach total genial. So, und damit haben wir mal das geinkt. Und dann können wir da diese Bordüre rundum stempeln. Da brauche ich jetzt ein bisschen Schutzpapier drunter. Dann legen wir uns das gerade mal da drunter rein. Und dann geht es los mit der Bordüre. Und die stempel ich jetzt einfach an der Kante entlang rüber und hoffe, dass ich das einigermaßen gut treffe. Wenn man nicht von oben drauf schauen kann, dann ist das immer so eine Sache. Genau, dann kommt man manchmal auch ein bisschen schief. Aber ich finde jetzt weiter nicht so tragisch. Ich glaube, dass das im Prinzip dann gar nicht mehr so auffallen wird. Und da dann der Aufleger drauf ist, hoffe ich zumindest, dass das immer noch ordentlich ausschaut. Traumhaft. So schön, so schön. Das ist einfach, das Stempelset ist einfach, das ist so, für mich so ein Pflichtding, das muss man doch einfach haben, das ist so schön. Also vorsichtig sein, dass wir da nicht reinbatzen. So. Und an der Stelle, weil wir jetzt gerade ein kleines bisschen von dem Schmierpapier runterschneiden. Und jetzt decke ich mir einfach mit dem kleinen bisschen da rüben, das, was ich schon gestempelt habe, ab. Verwenden wir jetzt einmal Trick 17. Mal liegen lassen. Und dann können wir da drüber stempeln. Und dann haben wir keine Überlappung. So. Ein klein wenig warten.
Perfekt. Und damit haben wir da jetzt eigentlich relativ schön drüber gestempelt. Idealerweise ist es natürlich so, dass man schön von oben drauf schaut. Da kriegt man eigentlich normalerweise einen Abdruck recht schön drauf. Ich muss ja immer so ein bisschen schräg reinschauen, dann ist das ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, wenn dann der drauf liegt, ja, schaut es dann trotzdem total gut aus, oder? Da sieht man das dann gar nicht mehr, dass das nicht überall so ganz hundertprozentig gerade ist. Haut dann gut hin. Und jetzt werden wir da auch noch einmal rundum inken. Damit sieht man das dann glücklicherweise nur weniger. Wie praktisch. Oh, herrlich. Sabine, sehr gut gemacht, gut ausgedacht. Kommt mir sehr entgegen. So. Die neuen Stempelkissen sind echt der Hit. Mir haben die Glanzfarben letztes Jahr schon super gefallen, wenn wir die gehabt haben. Aber es ist natürlich mit Stempelkissen noch viel, viel feiner, weil man da einfach viel, viel besser arbeiten kann noch. Als mit den Glanzfarben. Die Glanzfarben waren natürlich spitze für den Wickhoffsteller für den Lern. So, alles klar. Auch das ist gemacht und damit kann dies jetzt auch auf die Seite gelegt werden zum Trocknen. Und da können wir jetzt schon den Spruch aufstempeln. Den Spruch stempeln wir auf im Marineblau. Und der Spruch selber ist Grüße zum Fest, geschmückt mit viel Liebe. Nett. Sehr, sehr nett. So, jetzt werden wir da zuerst einmal daneben probieren, ob ich da halbwegs gerade kriege. Oh, sehr schräg. Nochmal probieren. Lieber einmal mehr probieren. Okay, ich hoffe, hoffe, hoffe. Ja! Yippie! Hat halbwegs funktioniert. Ja! Cool. Okay, so. Und dann können wir eigentlich die Akzente rauslösen. Schmierpapier kann weg. Stempelkissen machen wir zu, damit kein Unfall passiert. Übrigens, wer von Ihnen jetzt das Kupfer nicht unbedingt bestellen möchte, weil er jetzt nicht so ein Kupferfan ist, ich denke, diese Karte lässt sich in allen möglichen Farben ganz, ganz super umsetzen. So, jetzt werden wir uns da mal das kleine Kugel rauslösen. Das brauchen wir. Vorsichtig. Nummer 1. Und dann brauchen wir noch so ein Zweigerl. Das lösen wir uns da ganz vorsichtig raus. So nett. So filigran. So, alles klar. Und jetzt können wir eigentlich auch schon da einmal den Kupferfaden durch. Fädeln. Sabine war so nett und hat mir den Kupferfaden auch noch mitgeschickt. Den Kupferfaden hat es letztes Jahr auf so einer Spule gegeben, gleich wie der Silberfaden ist. Einen Silberfaden haben wir immer noch im Programm. Ich finde jetzt gar nicht so tragisch, wenn man den Silberfaden verwendet, wenn man einen Kupferfaden nicht hat. Aber ich habe auch noch probiert, ob es denn möglich ist, dass man ihn einfärbt. Und rein theoretisch geht es, aber es trocknet nicht so, dass es nicht abgeht. Also wenn man mit dem Finger dann drüber fährt, dann hat man das Kupfer auf dem Finger. Werden wir jetzt wahrscheinlich über die Kamera nicht sehen. Also nein, ich würde es nicht empfehlen, zu versuchen, den Silberfaden in Kupfer einzufärbeln. Ich glaube, da hat man im Nachhinein mehr Schwierigkeiten, weil zum Schluss hat man vielleicht da dann noch so einen Kupferstrich und das fände ich jetzt dann nicht schön. Es war ein Versuch, geht aber leider nicht. Eben in dem Fall finde ich jetzt aber auch gar nicht tragisch, wenn man Silber verwendet, weil es ja auch total schön passt. Gerade mit Blau harmoniert Silber ja immer super. Und Metallic-Farbe geht sowieso auch immer wunderbar. Gut, wir verwenden natürlich jetzt Kupfer, weil wir ja das Kupfer da haben. Und ich denke, dass viele von Ihnen auch noch so einen Kupferfaden zu Hause haben. Da hat sie das jetzt durchgefädelt. Dann machen wir das einmal schnell. Fädeln wir das mal rein. Und dann, glaube ich, hat sie das gerade mit einem Knopfball gemacht da oben. Genau, das ist eigentlich hat sie das gerade so, lustig, das hat sie gerade so zirdemäßig eigentlich gemacht, gerade, dass man nicht das Gefühl hat, das Kugel hängt in der freien Wildbahn um und um. Und lustigerweise, so süß, hat sie da einfach den Knoten sogar ziemlich weit unten gemacht. Hat sie einfach durchgeknotet.
Also ziehen wir das einmal da durch. So. Der darf da sogar wirklich so da unten sein, so. Dass da so der Knoten ist. Passt genau. Und dann hat sie das dann auch durch die gezogen. Und da werden wir jetzt einmal schnell schauen. Die werden wir jetzt einmal rausdrücken. Ich hoffe, dass sie schon halbwegs trocken sind. Einmal. Und dann noch einmal. So. Gut. Und die Sabine hat das Ganze geöffnet mit einer Lochstanze. Die hat da einfach ein kleines Loch reingestanzt. Wer jetzt keine Lochstanze zu Hause hat, kann sich auch so behelfen, dass er zum Beispiel die Stempel- und Perforiermatte nimmt, die zwar da auflegt. Dann haben wir ja den Aufhebhelfer. Und der Aufhebhelfer hat ja noch so ein zweites Teil dabei mit so einer Spatel und mit so einem Pieksetool. Das kann man ganz einfach austauschen. Und dann kann man ohne weiteres ja auch mit dem Pieksetool da ein Loch reinmachen. Immer Stempel- und Perforiermatte drunter legen, weil das einen richtigen Druck von unten auf vergibt, sodass das Kugel dann nicht kaputt wird. Und dann können Sie da ein schönes Loch reinmachen und können Sie da genauso gut diesen Kupferfaden oder Silberfaden, die sind ja sehr, sehr dünn, kann man dann da wunderbar durch dieses Löchlein durchziehen. Also das geht ganz gut. Genauso werden wir es jetzt mal als Alternative machen. Dann fädeln wir da durch. Sie sehen schon, das geht wirklich ganz, ganz wunderbar. Dann können wir das abschneiden und dann machen wir auch da so eine kleine Schlaufe. Einfach so einen ganz simplen Knoten hat sie da gemacht. Die hat sie jetzt relativ kurz gehalten, weil die ja relativ weit oben sind. Beim zweiten auch noch. So. Der kann weg. Und doch. Ja, sehr gut. Gut so, alles klar. Schön. Dann können wir die Karte eigentlich fertig zusammenbauen. Präpariert ist einmal alles. Sie hat jetzt das Ganze wirklich ganz schlicht mit dem Dombo zusammengeklebt. Das heißt, keinen Abstand, einfach flach drauf, das machen wir jetzt auch. Setzen wir das da halbwegs mittig drauf, sehr gut. Und auch da kommt gerade wieder ein Dombo drauf. Dann setzen wir das mittig da auf die Karte. So. So mittig sie das halt einfach mit freiem Auge können. Für mich ist immer ganz wichtig, vergesst es nicht, das ist alles Handarbeit. Das muss nicht immer ganz, ganz 100% perfekt sein. Man macht so gut, wie man es kann und fertig aus. Ich glaube, es wird sich jeder darüber freuen, der so handgemachte, schöne Karten kriegt. So, dann können wir auch diese Kugel direkt aufkleben. Ein bisschen Dombo drauf. Die hat sie da oben her platziert. In etwa da. Ja, ich denke so. So in etwa wird das passen. Immer lieber umdrehen zum Andrücken. Falls es noch ganz leicht feucht ist, dann verwischen Sie sich nämlich das Kupfer nicht. Der wird auf Dimensionals gesetzt. Da haben wir jetzt eine ganz neue Lage. Da setzen wir uns da gleich drei Stück drauf. So.
die können wir eigentlich auch gleich platzieren, die Kugel. Die steht unter bis sie drüber, alles klar. Ich denke mal da so in etwa. Ja. Gut. Und dann haben wir eigentlich nur noch die Kupferteile. Und die hat sie direkt angeklebt auch. Und ich würde jetzt einmal sagen, wir kleben es da an dieser Stelle an. Da geben wir einfach ein kleines bisschen Dombo drauf. Mal schauen, dass wir ihn fein justieren, dass er nicht rausdrückt. Und dann gebe ich da herüben an die, jetzt mal gerade schauen, dass ich richtig bin, da herüben muss es natürlich sein. An diesen Stellen, wo ein kleines bisschen mehr Papier ist, gebe ich auch noch ein ganz kleines bisschen Dombo hin, sodass er da noch eine zweite und eine dritte Stelle hat, wo das Kugel noch ankleben kann. Viel braucht es ja nicht, das Kugel wiegt so gut wie nichts. Also da wird nicht wunder was passieren. Dann setzen wir das da her. Dann passt das. Sie hat es jetzt da unten auch noch angeklebt. Gut, dann machen wir das auch. Dann setzen wir da auch noch ein kleines bisschen Kleber drauf. Und drücken es da unten ein kleines bisschen an. Macht natürlich einen witzigen Effekt, weil es so nach unten zieht. Nochmal, oder so eine Verbindung nach hinten schafft. Ganz lieb. Okay, das ist das. Und dann haben wir nur das Zweigerl. Und beim Zweigerl ist es natürlich total easy, weil da haben wir ja jetzt viele Blätter. Da haben wir viel Platz für ein Dombo. Jetzt hast du schon, dass ein bisschen Kleber auch rauskommt. So. Dann können wir da ein bisschen Dombo verteilen. Auch da wieder darauf achten, dass sie nicht zu viel haben, dass es nicht rausdrückt. Und wenn sie mal ein bisschen mehr aufgetragen haben, dann können sie es immer noch mit der Spitze ein bisschen verteilen. Und dann warten sie vielleicht einen Moment. Nicht ganz, ganz gleich aufsetzen, sondern lassen sie den Dombo ein ganz ein kleines bisschen antrocknen. Gerade so eine halbe Minute oder so. Und dann setzen sie es erst dann auf, weil dann ist der Dombo nicht mehr ganz so nass. Dann drückt er auch nicht mehr so leicht raus. Falls ihnen einmal passiert, dass sie irgendwo zu viel Kleber haben und aber keine Chance mehr haben, das runterzuwischen. Und das letzte Stickerl friemeln wir da dahinter rein. So. Dann geht das wunderbar. Super, super, super. Und dann brauchen wir jetzt gerade nur die einkürzen. Die schneiden wir einfach oberhalb von den Knoten ab. Den kleinen auch. Na, komm rüber. Dann hat sie das ein bisschen rüberhängen lassen. Und den großen, hat sie den eigentlich? Na, sie hat da nichts geklebt. Sie hat das wirklich gerade so oberhalb abgeschnitten. Und dann steht das ganz lustig von selber nach oben. Kann sich halt ein bisschen bewegen, ist ja auch recht. Ja, das war's schon. Sie sehen, gar nicht so viel Aufwand und aber eine Karte, dass man sagt, wow, oder? Ich finde das total wow. Mir gefällt das super, 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 super gut. Schön. Liebe Sabine, es war mir eine Freude und ich hoffe, Sie haben auch eine Freude mit der Umsetzung der Karte. Und ja, freue mich, dass Sie mitgemacht haben, wie immer. Und in dem Fall bleibt mir gar nichts anderes zu sagen, als bitte, bitte verteilen Sie auch der Sabine ganz, ganz viele Daumen hochs. Und in meinem Fall sage ich jetzt Tschüss, Baba, bis morgen.